Herbert, du kennst ja diese ganzen Aussagen, Interviews in so einer Situation. Wie hast, klar, du, der geht nach, wie hast du die gestern wahrgenommen? Ja, ist doch klar, der geht nach Dortmund, sonst hätte so, doch längst gut. Eberl und er haben einen, das sage ich jetzt nicht gleich, Eberl und er haben längst einen Deal gefunden und dieser Deal steht und dann wollen sie dem Verein nicht schaden, der Entwicklung, und deswegen halten sie das noch 4 Wochen unter dem Deal. Nach gestern, ja, Rose hätte das sich war hingestellt. Das falscheste ja. Ergebnis gegen den falschestmöglichen Gegner, um jetzt noch ein bisschen den Deckel drauf zu halten und das in Ruhe. Ja. Ich bin auch überzeugt, mit Dortmund ist längst geklärt. Ja. Aber Gladbach sind ja immer noch auch selber da oben dran. Und die müssen nicht, aber die würden natürlich gerne. Aber Max sagt gestern 98%. Ja, 98% hat das, was soll er sagen? Für 30%. Aber das ist ja weniger. Naja, es waren ja 99, da wurde darauf angesprochen. Insofern, ja, das stimmt allerdings, wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass das Rose. Eberl muss doch verlangen und sagen: So, Rose, du stellst dich jetzt hin und sagst, ich erfülle meinen Vertrag auch im nächsten Jahr in Gladbach, ich will davon nichts mehr hören. Das geschieht nicht. Mhm. Also, wenn das nicht geschieht, denn der Manager Eberl muss ja Wert darauf legen, dass diese Diskussion. Das aufhört. Kann er, glaube ich, auch nicht verlangen, weil es eine Abmachung gibt, die sogar schriftlich fixiert ist, ne, wie Rose sie auch in Salzburg im Vertrag hatte, wovon dann wieder Gladbach profitieren konnte. So kann jetzt der nächste Verein profitieren. Nur es wird halt sehr schwer zu verargumentieren mittlerweile jetzt in dieser Endphase der Saison, ja, weil sie für Marco Rose. Werden. Sie werden jetzt getrieben. Die beiden haben ein gutes Verhältnis. Ja. Aber da darfst du nicht gegen Köln 1-2 gestern verlieren. Sonst hilft dir das Verhältnis nicht. Sie werden sich erklären müssen in Kürze. Das hilft sonst niemandem. Ich bin da auch ganz klar der Meinung, da wird jetzt in der nahen Zukunft wird eine Entscheidung gefällt werden, weil du musst ja auch ehrlich deiner Mannschaft gegenüber treten können. Mhm. Und dann zu sagen, okay, Jungs, es tut mir leid, ich gehe nach Dortmund oder ich bleibe hier, umso besser, aber ich gehe nach Dortmund. Jetzt lasst uns bitte die restliche Saison Vollgas, dass wir alle einen schönen Abend haben. Diese Woche gibt es ja Feuer. 1-2, du verlierst zu Hause 1-2 gegen Köln. Da gibt es jetzt Feuer. Du sorgst dafür. Mit der Rotation gestern, das kann alles gut gehen. Wenn es gut geht, ist ja, in diesen Zeiten müssen wir. Ja, dann ist alles richtig, alles gut. Das weißt du doch. Ja. Es ging aber nicht gut, du verlierst gegen Köln. Und jetzt hast du eine Temperatur, die werden sie so nicht aushalten. Im Übrigen, das können wir ja auch entdramatisieren. Also die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen, wenn Rose weggeht. Deswegen, das ist ja hier keine Aber Marcel, was wäre die Konsequenz denn für Gladbach? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Dass sie in Ruhe jetzt gucken müssen, wer ist der Nächste. Und wir werden Eberl jeden zweiten Tag fragen, so, wer ist denn der Nächste? Und dann werden die Namen durchs Dorf getrieben. Und dann muss er sich, wir verkünden aber erst, wenn die Tinte trocken ist, dieses Spielchen wird laufen. Deswegen wäre es so entscheidend, dass jetzt möglichst schnell eine Entscheidung fällt, damit sie eben auch die Zukunft entsprechend planen können. Und diese Planungssicherheit, die ist ja auch für Dortmund wichtig. Die haben ja Angst vor der Konkurrenzsituation um den vierten Platz zwischen Gladbach und Dortmund. Das ist ja die Problematik. Wenn die Gladbacher 13. wären und so weiter. Aber hier geht es ja, so ist es. Hier ist der Trainer von Gladbach im Konkurrenzkampf mit Dortmund, wo er hingeht. Das ist für die Fanseele, ist das in Augen Glyphosat. In Augen eines jeden Mönchengladbachers oder Borussia-Fans gibt es kein Argument, warum der Trainer jetzt in dieser Situation sich für Borussia Dortmund entscheiden sollte. Gibt es nicht. Weil sie gehen davon aus, dass sie in den nächsten Jahren das, was der BVB jetzt hat, auch erreichen können. Die sind auf einem super Weg. Es gibt viele Argumente. Ihr seid die Fußballfachleute in dieser Runde und habt es eben schon echt erklärt, quasi, wie es aussieht, was Gladbach für Chancen hat. So, das macht es so schwer zu argumentieren, auch für Marco Rose, sich da jetzt hinzustellen.